Ich begrüße Sie zur Vorlesung Didaktik und Methodik. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob das Raummikrofon laut genug ist, sonst würde ich noch etwas lauter schalten. Also ich informiere Sie über die Aufzeichnung. Es wird auch eine Videoaufzeichnung angefertigt, so dass Sie einfach mit diesem Faktum rechnen müssen. Ich muss Sie darüber aus Datenschutzgründen informieren. Es wird auch eigentlich natürlich ein Ton aus dem Raum aufgenommen, das aber nur mittelbar, und gegebenenfalls würden Ihre Stimmen auch nachher aus der Aufzeichnung herausgeschnitten, sodass Sie also keine Bedenken haben müssen, was Ihre Privatheitsschutzansprüche angeht. Sie fragen sich vielleicht, warum die Veranstaltung aufgezeichnet wird. Das hat also verschiedene Gründe. Ein Grund ist ein Komfort für die Studierenden. Die Veranstaltung wird ihnen über Ilias bereitgestellt, ziemlich unmittelbar nachdem sie erstellt ist, sodass sie auch unabhängig von Zeit und Ort das nochmal nachhören können oder überhaupt ansehen können. Der zweite Grund ist, dass ich selber seit längerer Zeit, seit vielen Jahren am Zentrum für mediales Lernen des KIT tätig bin und für diese neuen Technologien werbe. Und dann ist es immer ungünstig, wenn man einen Kollegen, eine Kollegin dafür gewinnen möchte und die fragt dann, wie machen Sie denn das? Und man sagt, nee, ich mache es nicht. Insofern nutze ich auch diese Vorlesungsaufzeichnung auch mit möglichst vielen Varianten, also samt aufgenommenem Bild, und möchte damit auch die Möglichkeiten Lehre digital verfügbar zu machen, erkunden. Man lernt dabei sich selber auch so ein bisschen kennen. Ich habe die letzten beiden Jahre, also 2016, 2017, Ihnen auch bereitgestellt, sodass Sie die Vorlesungen der beiden Vorjahre sich ebenfalls ansehen können. Ich zeige Ihnen hier nochmal, das Netz ist hier etwas langsam, aber ich zeige Ihnen hier nochmal den Zugang. Sie finden den auch in der Ilias-Umgebung mit einem Link. Ich habe ihn nochmal geprüft, er müsste eigentlich funktionieren. Und wenn er nicht funktioniert, dann schreiben Sie mir einfach kurz, dann versuche ich das zu beheben. Sie müssten also auf diese Seite geleitet werden, die der KIT-Webcast wäre. Da finden Sie eine Fülle von aufgezeichneten Veranstaltungen. Und Sie sehen hier, jetzt aus dem vergangenen Wintersemester, dass eben eine ganze Reihe von Veranstaltungen aufgezeichnet werden. Auch da manchmal ist es ganz interessant, da mal reinzugucken, was in den anderen Veranstaltungen so läuft. Und dann sehen Sie hier drei Versionen der Bereitstellung. Die wesentliche ist natürlich das digitale Videoarchiv des KIT, eine Dienstleistung, die von der Bibliothek bereitgestellt wird und die es seit vielen, vielen Jahren schon gibt, also die eine große Erfahrung schon angesammelt hat. Das ist allerdings überwiegend KIT-intern. Das heißt, man kann Veranstaltungen sowohl nur für die Teilnehmer selbst als auch KIT-intern bereitstellen. Und dann gibt es zwei weitere Veröffentlichungsumgebungen, die eher dem Internet gegenüber offen sind, nämlich auf YouTube und iTunes U. Also iTunes U wäre ja sozusagen die Apple-Welt. Es hat sich gezeigt, dass ein großer Teil der Veranstaltungsaufzeichnungen, die an Hochschulen weltweit und eben auch in Deutschland erstellt und bereitgestellt werden, über iTunes U und über YouTube zugänglich sind. Und deswegen verfolgen wir auch diese Veröffentlichungsform. Es ist natürlich eine Fülle von Herausforderungen, sage ich mal, damit verbunden, mit denen wir uns beschäftigen, also sowohl technische als auch organisationale, als auch rechtliche vor allen Dingen und dann natürlich auch didaktische. Ich zeige Ihnen hier die Vorlesungsaufzeichnungen von 2017. Dazu muss ich sagen, das sind eigentlich natürlich jeweils für die einzelne Vorlesung ungefähr so zwischen einer Stunde und anderthalb Stunden. Es sind nicht alle in der Qualität gleich gut. Also wenn Sie die erste, die Sie aufrufen, vom Ton her nicht optimal finden, das ist dann nicht für alle Veranstaltungen so, sondern gucken Sie durchaus mal in die verschiedenen Veranstaltungen auf. Es gab noch einige Probleme, was den Raumton angeht etc., sodass also die Veranstaltungen nicht alle in der gleichen Qualität aufgerufen sind.
Ja, ich muss das jetzt am Anfang sagen, weil ich am Anfang Sie informieren muss. Ich hätte es da mal von dem didaktischen Ablauf vielleicht gerne auch etwas später erwähnt, aber wegen der rechtlichen Vorgaben informiere ich Sie am Anfang darüber und muss dazu auch sagen, wenn jetzt hier vorne jemand durch den Raum läuft, dann würde er sozusagen oder Sie in der Kamera erscheinen. Wir würden das dann im Nachhinein rausschneiden, aber Sie sollten darüber informiert sein, dass hier eine Kamera läuft. Ja, vielleicht komme ich später nochmal auf die Aufzeichnung zurück. Ich schalte jetzt vielleicht ganz kurz einen Einschub dazwischen, weil Frau Hewel gefragt hat, ob Sie nochmal zu der Gruppe der Bachelor-Pädagogikstudierenden vor allen Dingen hier eine Rückfrage stellen kann und da würde ich Ihnen gerade den Raum geben. Vielleicht können Sie es ja auch machen, dass Sie im Zuge der Veranstaltung noch drüber nachdenken und sich nachher an Frau Hebel wenden, wenn Sie überlegen, da auch noch sich darauf einzulassen oder Fragen haben. Gut. Dann gehe ich davon aus, dass Sie alle in der Learning Management System Umgebung sind. Und hier finden Sie auf der in der Umgebung der Veranstaltung auch das Skript zur Veranstaltung. Das habe ich Ihnen, finden Sie unten in der Liste als PDF eingestellt. Das heißt, da ist eigentlich die Information, die sich über die Jahre begleitend zu der Veranstaltung ergeben hat, zu finden. Ich habe in dem Skript versucht, eine Breite des Themas darzustellen. Sie werden etwas feststellen, dass es noch mit dem Schwerpunkt berufsbezogene Bildung formuliert ist. Also relativ viele der Informationen beziehen sich auf Didaktik und Methodik im Bereich der Berufsbildung, weil das die Geschichte dieser Veranstaltung ist. In den Jahren habe ich es jetzt etwas geöffnet und in Richtung einer generellen Darstellung zur Didaktik, Methodik erweitert. Das ist im Text selber schon so aufgenommen. Es wird aber dazu auch, wenn Sie in die Literaturliste gucken, sichtbar, dass ich eine Reihe von Quellen aufgenommen habe, die jetzt eher die Didaktik und Methodik auch in anderen Bereichen der Bildung betreffen. Und von daher versuche ich, das zu erweitern. Jetzt, wenn Sie die Veranstaltung von 2016 und 2017 sich angucken sollten, tatsächlich sich die Zeit dafür nehmen, dann werden Sie feststellen, dass die auch nicht identisch sind. Also ich trage hier nicht Jahr für Jahr den gleichen Text vor, sondern dass sie sich leicht ändern. Ich habe auch im letzten Jahr einige Gäste eingeladen. Das heißt, einige Veranstaltungen waren mit Kolleginnen und Kollegen von anderen didaktischen Bereichen bestritten und ich würde das in diesem Sommersemester wieder so machen. Also ich würde einzelne Veranstaltungen unter Einbeziehung von Gästen hier laufen lassen und die Veranstaltung selber würde ich auch deutlich anders inhaltlich gestalten, als ich das in den Vorjahren gemacht habe. Das schafft einen Vorteil für mich. Ich finde es selber nicht so gleichartig Jahr für Jahr, sondern ich kann selber auch immer wieder mit interessanten Aspekten, die gerade auch sich vielleicht im Rahmen meiner Arbeit ergeben haben, beschäftigen. Es hat für Sie auch den Vorteil, dass ja immer wieder eine Aktualisierung erfolgt. Es hat für Sie in gewisser Weise den Nachteil, dass natürlich es sich Jahr für Jahr unterscheidet. Es wird so sein, dass die erwartete Leistung ihrerseits im Rahmen der Veranstaltung sich auf die aktuelle Veranstaltung bezieht. Allerdings das Skript eben auf die bisherige Veranstaltung ausgerichtet ist. Also Sie werden da sich vielleicht wundern, dass es da leichte Unterschiede gibt. Das ist aber eigentlich, denke ich, kein Hindernisgrund, auch hier die erwartete Leistung im Rahmen der Veranstaltung zu erbringen. Die Art der Leistungserbringung möchte ich in der ähnlichen Weise wie in den Vorjahren anlegen. Wir haben veranstaltungsbegleitend ein Wiki erstellt und Ihre Leistung wäre, zu einem Thema einen Wiki-Artikel zu verfassen. Das Wiki ist jetzt nicht in der Wikipedia veröffentlicht, sondern nur veranstaltungsintern einsehbar. Aber es wird so sein, dass Sie untereinander nachvollziehen können, miteinander kommunizieren können, sehen können, was die anderen machen. Und ein Teil der Aufgabe ist eben diese Erstellung des Artikels über den Verlauf der Veranstaltungsphase hinweg und die Kommunikation untereinander, also die Kommentierung der anderen Artikel und die Einarbeitung der Kommentare und Anregungen, die zu Ihrem Thema kommen. Etwas, was ich im Prinzip ändern will zu den vorherigen Veranstaltungen, ich habe dort mir so einen Gesamtüberblick anhand verschiedener Themen zur Didaktik hier vorgetragen.
ist, dass ich in diesem Semester mich auf didaktische Arrangements konzentrieren möchte, also eine Reihe zwischen 10 und 15 von Situationen, die didaktisch zu gestalten sind. Das kann ein ganz einfacher Unterricht sein, wie Sie ihn aus Ihrer Schulzeit Tag für Tag erlebt haben. Das kann ein Bereich eher aus der betrieblichen Bildung sein. Es kann auch mal ein Beispiel im Bereich der digitalen Medien, der digitalen Umgebung sein. Also es wird ein gewisses Spektrum sein und es werden immer wieder Veranstaltung für Veranstaltung einzelne didaktische Arrangements sein, die ich in den Mittelpunkt stelle. Ich hoffe, ich kann Sie da abholen, dass Sie sich auch einlassen können auf dieses jeweilige Beispiel. Und meine Überlegung zu Ihren Artikeln ist, dass Sie auch jeweils ein didaktisches Arrangement sich wählen und das im Rahmen Ihres Artikels beschreiben. Ich gehe da noch im Einzelnen drauf ein, also erkläre Ihnen noch, wie das abläuft und werde hoffentlich auch alle im Vorfeld sich stellenden Fragen beantworten, heute oder in der nächsten Woche, sodass Sie wissen, wie Sie hier an die Arbeit gehen können. Aber mir war es ein Anliegen, auch nicht einfach zu wiederholen, was ich jetzt in den letzten 2 Jahren in dem Rahmen gemacht habe, sondern auch hier wieder etwas Neues mit Ihnen zu machen. Ja, jetzt ist eine Vorlesung natürlich sehr stark auf die Person ausgerichtet, die vorträgt. Das ist nach meinem Verständnis auch der Sinn der Vorlesung. Die Vorlesung hat ja eine universitäre Tradition und die besteht bis heute fort. Und ich sehe mich letztendlich auch in der Herausforderung, diese Tradition umzusetzen. Das heißt, ich versuche Ihnen innerhalb von 90 Minuten die Gedanken in meinem Kopf zu öffnen. Und das ist das Einzige, was ich Ihnen live sozusagen an Mehrwert bieten kann. Möglicherweise finden Sie das alles viel prägnanter, viel exakter, viel zielgerichteter in diversen Büchern. Die Vorlesung soll Sie also nicht abhalten, auch etwas zu lesen, sondern es soll eigentlich einfach eine Inszenierung sein, in der Sie einer Person, die sich mit dem Thema intensiv über viele Jahre und eigentlich auch Jahrzehnte beschäftigt hat, zu beobachten, wahrzunehmen, wie sie sich mit dem Thema beschäftigt. Jetzt würde ich gerne auch mit Ihnen kommunizieren. Das heißt, das ist in dem gesamten Rahmen einer Vorlesung etwas schwierig, aber ich würde es gerne zumindest möglich machen. Das heißt, dass wir immer wieder auch ins Gespräch gehen und einzelne Teile der Vorlesung im Gespräch anlegen. Aber im Prinzip sehe ich die Herausforderung eher darin, dass ich Ihnen konzentriert einen Gedankenverlauf, eine Thematik darstelle. Die Herausforderung an Sie ist, 90 Minuten zuzuhören und vielleicht auch 90 Minuten konzentriert zu sein. Jetzt wird immer wieder behauptet, die heutige Jugend, die heutigen jungen Leute wären nicht mehr in der Lage, länger als 5 Minuten irgendwie oder 3 Minuten länger einer Darstellung zu folgen. Das ist eine Vorhaltung, die Sie vielleicht schon kennengelernt haben. Solche Vorhaltungen gab es aber schon immer. Also auch in meiner Jugend wurde unserer Jugend vorgeworfen, wir könnten uns nicht mehr konzentrieren und so weiter. Also ich glaube das eigentlich nicht wirklich. Allerdings müssen wir erkennen, dass tatsächlich viele Angebote, gerade über YouTube, in der Länge nicht 90 Minuten füllen, sondern eben 3 bis 5 Minuten und es ein präferiertes, gewohntes Nutzen gibt, solche kurzen Clips sich anzugucken. Das wird hier nicht geboten. Also ich habe tatsächlich eher diese längere Spanne für mich als Zeitraum vorgesehen und würde auch versuchen, das hier zu praktizieren. Allerdings eben mit einzelnen Interaktionen. Sie werden es vielleicht heute auch feststellen, ich habe an ein paar Punkten für mich Fragen eingebaut, an denen ich gerne mit Ihnen auch ins Gespräch kommen möchte. Jetzt ist mal, wenn man hier sitzt, eine Riesenbarriere, sich irgendwie zu melden oder irgendwie zu beteiligen. Sie wollen ja alle irgendwie Pädagogen werden und Pädagogen müssen sich äußern, müssen sich einbringen, müssen Situationen gestalten. Insofern ist die Anregung, die Aufforderung an Sie, sich auch in der Veranstaltung zu beteiligen, auch eine Anforderung an Sie als Pädagogen oder angehende Pädagogen, sich dieser auf Sie zukommenden typischen Position, die man als Pädagogin oder Pädagoge einnehmen muss, zu stellen und einfach diese Barriere mal hinter sich zu lassen, sich zu melden, sich zu beteiligen, mitzugestalten. Ja, in der Vorlesung ist es etwas begrenzt, was die Möglichkeit angeht. Wir sehen uns aber, glaube ich, oder die meisten von Ihnen sehe ich auch in anderen Veranstaltungen. Und mir wäre es wichtig, dass ich mit Ihrem Namen auch irgendwie ein Gesicht verbinden kann. Das ist schwierig zusammenzubringen. So. Jetzt hatte ich gesagt, dass der Vorteil der Vorlesung ist, dass Sie unmittelbar
eine Person, die sich mit einem Thema lange beschäftigt hat, live verfolgen können und sozusagen in den Kopf oder ja in den Kopf der Person zu einem Teil hineinblicken können. Das ist aber möglicherweise in schriftlicher Form und veröffentlicht prägnanter, sauberer dargestellt ist. In dem Skriptum, habe ich gesagt, gibt es eine Reihe von Hinweisen auf Literatur, die auch grundlegender Art ist. Auch meine Empfehlungen, wenn Sie sich mit dem Thema an sich beginnend oder auch vertiefend beschäftigen wollen, dann finden Sie dort Hinweise, die ich erstmal Ihnen nahelege. Die sind übrigens nicht alle aus den Jahren 2017 oder 2018. Diese Vorlesung ist ja eine einführende Vorlesung. Insofern sehe ich es als die Aufgabe auch an, dass ich Ihnen eher den Zugang zu der Entstehungsgeschichte auch der Thematik aufzeige. Das heißt, Sie finden durchaus dort auch Literatur, die 100 Jahre alt ist oder 20 Jahre alt ist und nur in begrenztem Maß die ganz aktuellen Dinge. Die würden dann eher, wenn sie Thema sind, in den Seminaren, in den anderen Veranstaltungen aufgegriffen, wo sie auch vielleicht ganz aktuell etwas recherchieren oder aufnehmen, was gerade in wissenschaftlicher Bearbeitung ist. Ich weise im Zusammenhang der Berufs- und Wirtschaftspädagogik immer auf das Basiscurriculum hin und die Literatur, die durch den Schneider Verlag Hohen Gehren im Rahmen des Basiscurriculums veröffentlicht ist. Das wäre auch weiter meine Empfehlung. Ich gehe vielleicht auf einzelne Werke auch noch ein, aber die finden Sie auch als Hinweise im Skript. Es sind im Skript auch einzelne Dokumente etwas ausführlicher behandelt. Das ist dann nicht zufällig, sondern weil ich denke, das würde sich lohnen, diese Bücher anzugucken. Andere sind vielleicht nur erwähnt. Nur erwähnt ist der Band Grundwissen Didaktik von Krohn. Aus meiner Sicht eine der generellen Einführungen in die Thematik der Didaktik. Und falls Sie sich ein Buch anschaffen wollen, könnte es zum Beispiel dieses sein. Es ist sozusagen eine sehr breit angelegte und vielfach schon wieder aufgelegte Darstellung. Von daher ist meine Einschätzung, dass Sie ganz gut aus unterschiedlichem Hintergrund des Vorwissens den Zugang zum Thema der Didaktik ermöglicht. Das würde auch für diese erwartete Leistung gelten. Also wenn Sie einen Artikel zu einem Unterrichtskonzept, zu einem didaktischen Arrangement verfassen, dann finden Sie auch eine Reihe von Möglichkeiten, dieses zu verankern, dieses zu fundamentieren in diesem Buch. Auch im Skript, auch in anderen Büchern, aber dieses wäre eins, was ich Ihnen hier in dem Rahmen empfehlen möchte. Ja, das sind sozusagen, an sich soll man ja eine didaktische Veranstaltung immer mit einem schwunghaften Einstieg versehen. Das waren jetzt vielleicht etwas, vielleicht mehr organisatorische Einstiegshinweise. Aber ich denke, sie sollten am Anfang sein und sie schaffen Ihnen vielleicht auch so einen gewissen Rahmen. So, jetzt möchte ich heute eine Thematik in den Mittelpunkt stellen und ich habe mir das so zurechtgelegt, dass ich denke, man kann das auch ganz gut in der Zeit hier behandeln, in einer Form, wie ich das bisher noch nicht gemacht habe. Ich muss also selber ein bisschen sehen, wie es funktioniert. Und ich habe das als Einstieg in eben eine Kette von didaktischen Arrangements vorgesehen. Es geht dabei um einen Vorgang, von dem ich annehme, dass viele von Ihnen den gerade durchlaufen haben, nämlich den Erwerb des Führerscheins und die Fahrschule, die viele ja durchlaufen. Ich frage jetzt mal und bitte Sie um Handzeichen, wer von Ihnen in den letzten 5 Jahren den Führerschein erworben hat und die Fahrschule durchlaufen hat. Bitte um Handzeichen. Also da habe ich auf jeden Fall doch eine gewisse Anzahl von hier Anwesenden, die auf direktes Erleben zurückgreifen können. Und das würde ich auch ganz gerne tun. Ich möchte in der nächsten Veranstaltung das Thema Spielen, spielerische Anwendungen als didaktische Arrangements verwenden, vielleicht auch als Möglichkeiten zu lehren und zu lernen und Unterricht zu gestalten. Und würde dann in einer Folge, die jetzt noch nicht festliegt, eine Reihe von weiteren Inhalten behandeln.
Ich wähle sie so aus, dass sie in den Veranstaltungen des Vorjahres noch nicht vorgekommen sind. Im Vorjahr habe ich mich auch zu einem Beispiel mit Musikdidaktik beschäftigt, zu einem Teil mit Sportdidaktik. Wir hatten hier einen Vertreter der Ausbildungseinrichtung am Campus Nord. Also da war eine Thematik, wie in einer solchen Ausbildungseinrichtung didaktische Aspekte behandelt werden. Und wir hatten einen Experten, der sich mit Lernen im Internet, Lernen mit digitalen Medien beschäftigt hat. Das können Sie also in der Aufzeichnung nachsehen. Und ich würde dieses Jahr andere Themen aufgreifen und auch mit den Gästen, die ich einlade, behandeln. Ja, jetzt also heute das Beispiel der Fahrschule. Und ja, ich habe jetzt gedacht, wo kann man am ehesten einsteigen? Wahrscheinlich die erste Fahrstunde wäre so eine Situation, die kann man ganz gut abgrenzen, ist eine Stunde, also 60 Minuten, ja, wahrscheinlich. Es sei denn, dass wir heute anders gewesen. Bei mir ist es auch schon, wie viel, 35 Jahre her. Da mag noch einiges anders gewesen sein. Unter anderem habe ich gelernt, dass in der Zeit meiner Jugend der Verkehr deutlich gefährlicher war als heute. Vielleicht wissen Sie, dass Jahr für Jahr in Deutschland 4.000 Menschen im Straßenverkehr umkommen und eine erhebliche große Zahl von Verletzten. Das ist also kein ungefährliches Gebiet. 1970 war der Höhepunkt der Verkehrstoten in Deutschland, ja deutlich weniger Fahrzeugen, können Sie sich vorstellen. Also da war der Verkehr viel dünner als heute. Es gab damals aber Jahr für Jahr 20.000 Tote auf deutschen Straßen. Eine ungeheure Zahl, wenn man bedenkt, dass das eine Technologie, ja, auch ein Artefakt ist, von Menschen geschaffen und in der Kultur integriert, was eben eine so hohe Gefährdung der Menschen auch mit sich bringt. Das ist einer der Gründe zu sagen, da sollte nicht einfach jeder das Auto in Gebrauch nehmen, sondern man braucht dazu eine spezifische Vorbereitung. Und man selber geht, denke ich, häufig auch, oder die meisten gehen mit gewissen Beklemmungen an diese erste Fahrstunde ran. Und sitzt dann im Fahrzeug und neben einem sitzt die Fahrlehrerin oder Fahrlehrer und überlegt jetzt gut, wie beginnt eigentlich, was lernt man in dieser ersten Stunde, was ist die erste Erfahrung, die man in dieser neuen Umgebung macht. Vielleicht eine Frage an Sie, falls Sie sich erinnern an Ihre erste Fahrstunde, was war so etwas, was Sie als Lerneffekt, als Lerngehalt der ersten Fahrstunde erinnern? Ja, bitte. Also jetzt war die Antwort, ich wiederhole mal die Antworten, weil sie eben nicht aufgezeichnet werden, dass man ein Gefühl für die Position des Fahrzeugs auf der Straße bekommen muss, also wie weit man auf der einen oder auf der anderen Seite fahren kann und dass man möglicherweise in der ersten Situation nur die Lenkung übernimmt, aber die anderen Funktionen von der Fahrlehrerin, vom Fahrlehrer übernommen werden. Das war jetzt zunächst mal eine Einführung in sozusagen die Umgebung erfolgt ist. Das ist auch sicherheitsbezogen, also den Spiegel, den Sitz einstellen, auf die Person ausrichten, aber dann eben bestimmte Grundinformationen, die man braucht, um dann das Fahrzeug in Gang zu setzen. Also da war jetzt gerade der Beitrag, dass man ja diese erste Situation möglicherweise gar nicht so beklommen erlebt, sondern vorher schon auf einem Übungsplatz oder in einem anderen Rahmen gefahren ist. Und dann wäre ja vielleicht der erste Vorgang des Zusammenseins, dass die Fahrlehrerin und Fahrlehrer fragt, haben Sie denn schon mal ein Auto gefahren oder so etwas? Und dann sagt man, okay, ist offenbar schon eine gewisse Vorkenntnis da und man kann dann schneller loslegen. Zwar dahinter. Also das wäre jetzt schon ein Hinweis, dass sehr früh in der Fahrstunde die Technik in Gebrauch genommen wird, eben das Spiel von Kupplung und Schaltung etc. Und das dazu führt, dass man möglicherweise auch gleich an einige technische Probleme stößt. Das ist, denke ich, ein Vorgang, der sich möglicherweise von der anderen Erfahrung unterscheidet. Also die erste Fahrstunde kann durchaus sehr unterschiedlich sein. Tatsächlich ist ja so, dass die lehrende Person die Herrschaft eigentlich über die Technologie noch hat, also die gleiche Ausstattung, die gleichen Pedalen, sodass letztendlich auch
die Fahrlehrerin, der Fahrlehrer den gesamten Vorgang übernehmen könnte. Aber einige fangen auch damit an, dass man tatsächlich dieses Problem, sich zurechtzufinden mit der Technik, sehr früh angeht. Ja, also das war jetzt die Äußerung, dass man möglicherweise die erste Fahrstunde so erinnert, dass erstmal eine Reihe von Informationen gegeben wurden, vielleicht sehr umfangreich, und man selber als lernende Person, wenn man nicht eben schon diese Vorerfahrung hat, dann erstmal überlastet ist von diesen vielen theoretischen Informationen, bevor man dann ans konkrete Tun geht. Also das ist so auch ein für die Didaktik typische Abwägung. Wie viel Vorinformation muss ich geben, damit ich sozusagen in die Praxis gehen kann? Wie früh kann ich in die Praxis gehen, ohne die Person einfach durch praktische Anforderungen zu überfordern? Ein anderer Aspekt, der aus der Äußerung vorher noch kam, mit dem Schalten, das ist etwas typisch Deutsches. Wenn Sie in Nordamerika den Führerschein machen würden, da würden Sie gar keine Fahrzeuge finden, die überhaupt ohne Automatik auf der Straße fahren. Und deswegen beginnen die auch sofort eigentlich mit der Nutzung eines automatisch geschalteten Fahrzeugs. Das gilt für vieles andere, was in dieser Vorlesung auch stattfindet. Das ist alles sehr deutsch. Das heißt jetzt nicht, ich sage das auch schon in Ankündigung dessen, was kommt, das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie die deutsche Didaktik für besser halte als andere. Es ist tatsächlich so, dass ich sicherlich von der deutschen Didaktik mehr verstehe als von anderen. Und da ich in einigen anderen Ländern mich auch mit Didaktik beschäftigt habe, habe ich verstanden, wie unterschiedlich sie ist. Und meine Empfehlung an Sie wäre, bei Interesse oder vielleicht auch bei persönlichem Bezug, durchaus mal in didaktische Ansätze und didaktische Praxis anderer Länder zu gucken und immer wieder zu reflektieren, dass das, was wir hier in Deutschland erleben und vielleicht auch für normal und selbstverständlich halten, tatsächlich sehr stark nationalkulturell geprägt ist. Und das gilt in vielen wissenschaftlichen Gebieten, aber eben auch in der Pädagogik und der Didaktik. Und es lohnt sich sehr, auch in andere, und das heißt nicht nur in englischsprachige und nicht nur in amerikanische Konzepte hineinzusehen. Sie werden heute trotzdem merken, dass ich auch ein paar Hinweise gebe zu Konzepten mit einem englischen Titel, mit einem englischen Begriff. Das hat damit zu tun, dass Wissenschaft generell sehr stark im Augenblick Englisch kommuniziert wird. Und deswegen selbst Konzepte, die nicht von Englisch-Muttersprachlern veröffentlicht werden, einen englischen Titel bekommen. Ja, die Frage war jetzt gerade, ob ich damit ausdrücken wollte, dass das deutsche Konzept von Didaktik sozusagen sehr einzigartig wäre und dem Rest der Welt als Monoblock sozusagen gegenüberstünde. Das wollte ich nicht sagen. Ich denke, es gibt eine gleiche Vielfalt an didaktischen Konzepten, wie es Nationalkulturen gibt. Der Begriff Nationalkultur ist natürlich auch diskutabel. In Europa sind wir ja gerade dabei, uns sehr stark untereinander bekannt zu machen und aufeinander einzustellen. Dadurch stellen wir stärker fest als früher, dass die Franzosen deutlich anders in ihren didaktischen Konzepten arbeiten. Obwohl beide Kulturen und auch viele andere europäische letztendlich diese Tradition aus dem Griechischen, auch das Wort Didaktik kommt ja aus dem Griechischen und dann aus dem Lateinischen, also den Einflüssen, die europaweit gültig sind, hervorkommen. Also da gibt es schon ähnliche Wurzeln und sie unterscheiden sich deutlich von Kulturen, die in Japan oder China entstanden sind, die eben aus einem ganz anderen geschichtlichen Hintergrund stammen. Das ist so ein bisschen ein leichter Diskurs, weil wenn wir wieder auf die Frage der Fahrschule zurückkommen, ist auch das eine typisch deutsche Angelegenheit. Es ist nicht in allen Ländern in gleicher Weise organisiert, obwohl der Straßenverkehr, was die Opferquote angeht und was die Gefährlichkeit eigentlich des Verkehrs angeht, in den meisten Ländern sehr ähnlich ist. Also auch diese hohe Zahl an Unfällen ist in anderen Systemen, selbst wenn diese Vorbereitung, die Fahrschule anders angegangen haben. Jetzt hatten wir durch die Beiträge eine Reihe von Aspekten, die sozusagen den Zugang auch zu dem didaktischen Blick auf einen Vorgang öffnen. Und das ist meine Aufforderung an Sie. Sie erleben natürlich vieles in Ihrem Lebensalltag, vielleicht auch in Aktivitäten, wo Sie schon beruflich tätig waren oder tätig sind, aus Ihrer bisherigen Erfahrung, aus Ihrer bisherigen Bildungslaufbahn. Und die Aufforderung ist, wenn Sie sich mit der Pädagogik beschäftigen und in der Pädagogik beheimaten, dass Sie den pädagogischen Blick auf bestimmte Situationen und Verläufe üben.
und sich überlegen, was ist jetzt an diesem Vorgang, also die erste Fahrstunde, das Pädagogische? Was ist die didaktische Anforderung? Wie wird das Lehren und Lernen organisiert? Welche Anteile beschäftigen sich mit dem Lehren und Lernen? Und wenn Sie jetzt alle Äußerungen nochmal interpretieren, unter dem Blick, was ist jetzt der didaktische Aspekt, dann ist es tatsächlich die Frage zum Beispiel Theorie und Praxis. Sehr früh. Es gibt einen Anteil, der mit Lehren und Lernen zu tun hat, der sozusagen eigentlich eher sich auf das Wissen, auf die Kognition richtet. Also Wissen zum Beispiel, welche Bestandteile meines Fahrzeugs haben welchen Zweck und welche Regeln muss ich von vornherein beachten. Und es gibt andere Anteile, die sich eher auf das praktische Tun beziehen, also zum Beispiel das direkte Lenken oder die Koordination von Lenken und Pedalen. Das wären eher auf die Praxis ausgerichtete Aspekte. Und didaktisch gesehen ist natürlich die Frage, kann man die auf die gleiche Weise lehren? Erlernt man dieses auf gleiche Weise oder müssen da unterschiedliche Konzepte verfolgt werden, die dann in der Situation miteinander verbunden werden? Und das wäre jetzt ein Beispiel für einen didaktischen Blick. Und diesen didaktischen Blick, den möchte ich mit Ihnen einüben. Wir haben das jetzt hier punktuell getan. Meine Vorstellung ist, dass wir im Laufe der Vorlesungszeit immer mehr auch gewohnt sind, didaktisch auf Situationen zu blicken. Ich rechtfertige das damit nicht, weil ich denke, alle Menschen müssten alles didaktisch betrachten, sondern weil Sie als angehende Pädagogen und Sie als dann Mitglieder der Scientific Community in der Fachdisziplin der Pädagogik für diesen Blick stehen. Und andere werden auch erwarten, dass sie diesen Blick haben. Also die Mathematiker, die den mathematischen Blick haben, die werden nicht erwarten, dass sie den mathematischen Blick einnehmen, sondern dass sie die pädagogische Perspektive einnehmen. Und das ist der Zweck der Übung, den wir hier vielleicht sogar vergleichsweise angewandt machen, aber natürlich in der Vorlesung auch in dem Versuch, systematisch zu arbeiten, dass wir diesen didaktischen Blick einnehmen. Und das heißt übrigens nicht, dass Sie meinen Blick einnehmen müssen. Also es ist jetzt nicht, dass Sie versuchen müssen, diejenigen, mit denen Sie hier von der Hochschule zu tun haben, zu kopieren oder hinzunehmen, sondern Sie müssen Ihren eigenen Blick entwickeln. Dieser eigene Blick wird aber in der Wissenschaft entwickelt in Wahrnehmung der anderen. Meine Aufgabe ist, Sie einzuladen und hineinzuführen in die Disziplin, aber meine Aufgabe ist nicht, dass Sie meinen Blick oder mein Verständnis übernehmen müssen, sondern mehr Ihnen zu ermöglichen, dass Sie Ihre eigene Position entwickeln können. Und die eigene Position in der Wissenschaft ist nicht so sehr, ich habe schon erlebt, ich habe schon erfahren, meine eigene Erinnerung, sondern Sie versuchen Ihre eigene Position in Bezug zu dem, was andere Menschen wissenschaftlich vor allen Dingen denken, gedacht haben, entwickelt haben, zu finden. Das ist also eine gewisse Abstraktion aus dem Alltagserleben, das durch den Einstieg in die Wissenschaft stattfindet. Sie lösen sich in gewisser Weise der Wissenschaft aus ihren alltäglichen Sichtweisen und nehmen eine wissenschaftliche Position ein. Das gilt auch für alle Fachdisziplinen der Wissenschaft. Sie sind sozusagen Abbildungen von Wirklichkeit in einer geänderten Form, und zwar einer Form, die immer auf den Arbeiten anderer aufbaut. Das heißt, wir beziehen uns immer auf das, was andere Menschen schon untersucht, geschrieben, veröffentlicht haben. Diese Verankerung, Fundamentierung in Theorie ist ein wesentlicher und vielleicht sogar der Gehalt von Wissenschaft. Und das wäre auch meine Aufforderung an Sie, wenn Sie sich mit einem Konzept entwerfen, nicht so sehr zu überlegen, obwohl ich Sie jetzt gerade aufgefordert habe, was haben Sie erlebt, sondern sich dann davon wieder zu entfernen und sagen, was ist das Prinzipielle da drin? Was ist das vielleicht auch für jemand anders Beobachtbare? Was ist das Nachweisbare? Wo ist es verbunden mit einem Ansatz, der dem einen theoretischen Bezug gibt, also zum Beispiel Theorie und Praxis differenziert und da unterschiedliche didaktische Herausforderungen findet? Ja, und auch dieser Versuch von dem Umgangssprachlichen, von dem Alltäglichen, sich zu entfernen in der Beschäftigung hier in der Veranstaltung, wäre ein Ziel der Veranstaltung. Das heißt übrigens auch nicht, dass ich Alltagserfahrung oder Alltagsdenken irgendwie für weniger wert oder weniger wichtig halte. Das ist natürlich für uns alle wichtig. Und ich lebe auch zu wahrscheinlich 99% aus meinem Alltagserleben. Aber wenn ich wissenschaftlich denke, und das ist ja auch ein professionelles Denken, dann muss ich mich davon lösen. Und dann muss ich meine eigenen Überlegungen in Kontakt zu den Überlegungen anderer bringen. Das, was als Scientific Community bezeichnet wird und eben auch als
wissenschaftliche Disziplin. Pädagogik ist ja auch eine Disziplin, wie andere Disziplinen. Und der Begriff Disziplin, das ist nicht unbedingt Freiheit und Ungeregeltheit, sondern Disziplin heißt eben eine gewisse Regelbeachtung, das Erkennen der Regeln und es selber mit den Regeln umgehen können. Nicht misszuverstehen damit, dass man das, was andere gesagt haben, alle gläubig nachvollziehen muss, sondern nur, dass man sich darauf bezieht. Man kann sich durchaus distanzieren von den Konzepten, von den Theorien anderer Personen, aber dieser Bezug zueinander ist Kernelement der Wissenschaft. Ja, und von daher hier auch, wenn wir das Beispiel der Fahrschule nehmen, der Versuch zu dem Kontakt aufzunehmen, was andere tun. Ein ganz wesentlicher Element dieser ersten Fahrstunde ist, dass man etwas tut, was einem zunächst mal vollkommen abstrakt wahrscheinlich vorkommt und auch, also es sei denn, man hätte Ihre Vorerfahrung auf dem Übungsplatz oder wie auch illegal, gibt es ja auch entsprechende begleitende Fahrerfahrung, dann erlebt man das ja erstmal als ein riesiges Problem zwischen dem, was man konkret tun soll und wie man es theoretisch versteht. Man hat noch kein Bild davon. Und das ist auch etwas, was der Fahrlehrer, die Fahrlehrerin überlegen muss, das, was für sie oder ihn schon als ein in sich vollkommen selbstverständlicher Ablauf ist, nämlich ich will beschleunigen, ich drücke die Kupplung, ich gebe Gas und so weiter, wo niemand mehr drüber nachdenkt, das ist für diese erste Situation vollkommen erstmal unzusammenhängend und muss genau überlegt werden. Und wann muss ich den Blinker drücken? Und dieser Ablauf ist also eine große Herausforderung für das erste Geschehen. Und dazu gibt es natürlich entsprechende theoretische Konzepte. Sie sprechen unter anderem, Winfried Hacker wäre ein Psychologe jetzt wiederum, der sich sehr viel auch mit Lernen und Lernen beschäftigt hat, hat für das Deutsche entwickelt den Begriff der sequentiellen Hierarchie, dass wir bestimmte Lernziele, die wir haben, zum Beispiel ein Auto zu fahren, erlernen, indem wir erstmal ihre Einzelelemente aufnehmen, erkennen, auch als Einzelne erarbeiten, sie dann aber miteinander verknüpfen, sodass man immer größere Zusammenhänge hat, die sich dann routinisieren oder automatisieren, sodass man später nur den gesamten Vorgang zum Beispiel beschleunigen oder ein Fahrzeug führen im Verkehr als komplex behandelt und nicht mehr gedanklich und auch in der Handlung die einzelne Sequenz abrufen oder gezielt in Gang setzen muss. Also dieses Lernen aus vielen einzelnen Elementen dann einen größeren Zusammenhang zu bilden und daraus Handlung zu erstellen, wäre ein Ansatz, der von Winfried Hacker, nenne ich jetzt mal, als einen Wissenschaftler beschrieben worden ist, als sequentielle Hierarchie, die eben nach und nach sich aufeinander aufbaut. Ich komme auf diesen Ansatz noch zurück, aber nur hier einen Verweis mal. Die Routinisierung von einzelnen Abläufen, die hier erfolgt, ist auch ein Gegenstand der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Lehren und Lernen seit hier. Übrigens Anfang der 70er Jahre, also auch jetzt schon 50 Jahre her. Weil ich gerade sagte, mit typisch deutsch, Winfried Hacker bezieht sich sehr auf russische Wissenschaftler, Leontjev, Galperin und so weiter. Also in der damaligen Zeit war die deutsche Wissenschaft, zumindest in einem Teil Deutschlands auch, relativ stark orientiert an russischen Konzepten und sind bis heute Ansätze, die sich sozusagen auf die Tätigkeit bezogen haben, die da sehr fruchtbar auch waren, die geeignet waren, sehr wirkungsvolle Konzepte zu erstellen, zum Beispiel, wie man fahren lernt und daraus Ansätze hervorgehen zu lassen. Ja, dann kam jetzt auch schon in den Beiträgen etwas, was man vorher gemacht hat und das ist ein ganz wesentliches Element, obwohl in der ersten Fahrstunde das so eine Art Nullsituation mit Beklemmung und so weiter sein kann, geht man allgemein davon aus, dass vorher schon im Verkehr Erfahrungen gesammelt worden sind. Wenn nicht im Auto, vielleicht als Mitfahrer im Auto oder sicher als Mitfahrer im Auto, dann auf jeden Fall als Fußgänger oder Fahrradfahrer, wie auch immer. Und zunächst mal überträgt man wahrscheinlich viele Dinge, die man aus dem Leben vor der ersten Fahrstunde mitbringt, auf die Erwartung an die erste Fahrstunde. Ich komme jetzt gleich zur Theorieprüfung und zur Theorieunterrichtung, aber
Ich streue ganz kurz ein, dass der Erwerb des Führerscheins bei mir verbunden war mit der einzigen Prüfung, durch die ich in meinem Leben bisher gefallen bin. Das war nämlich die Theorieprüfung im Bereich der Fahrschule, weil ich angenommen hatte, ich wusste ja eigentlich schon alles, weil ich ja schon seit Jahren als Fahrradfahrer im Verkehr unterwegs war. Und diese falsche Annahme, dass man etwas in eine neue Herausforderung mit hineinbringen kann, weil man eben vorher damit schon sehr gewohnt umgegangen ist, die kann tatsächlich auch ein Problem verursacht durch das Vorwissen, was man in eine neue Situation hineinbringt, mit sich bringen. Also dieses, was ist eigentlich vorher, was sind die Voraussetzungen, ist ein ganz wesentlicher Aspekt wichtig für die Pädagogen, am Anfang festzustellen, was bringen denn diejenigen mit denen man dann hier arbeitet. Da komme ich gleich noch darauf zurück, aber ich möchte jetzt hier einen Schwenk machen, dann zu dem zweiten Teil. Die erste Fahrstunde ist ja, meiner Erinnerung nach, und ich denke, das ist heute immer noch so, nicht das Erste, was man im Rahmen des Fahrschulunterrichts macht, sondern meistens ja erst, nachdem man einige Theoriestunden durchlaufen hat. Und das ist ja etwas, was nicht im Auto stattfindet, sondern in irgendwie einem Raum der Fahrschule, wo dann 20, 30 Leute zusammensitzen. Oftmals ist man auch nicht in einem Anfängerkurs, sondern man kann dann irgendwie jederzeit einsteigen und dann sind ein paar Leute, bei denen es schon die 6. Stunde, andere, bei denen es schon die 10. Stunde ist und dann sind welche dabei, die die 1. Stunde Theorie erleben. Man hat also eine sehr vielfältige Gruppe mit ganz verschiedenen Hintergründen und es geht um Theorie. Jetzt vielleicht die Frage, auch wenn Sie sich an den Theorieunterricht erinnern in Ihrer Fahrschule, was ist Ihnen dort als besonders prägnant in Erinnerung? Also vielleicht was war etwas, was besonders ja, Ihnen auch einen neuen Aspekt eröffnet hat für diese Fahrschule? Vielleicht nochmal der Aufruf oder die Bitte, sich dazu zu äußern. Theorieunterricht. Also die Äußerung wäre, dass auch diese Theoriestunde mit Videos sehr anschaulich wahrscheinlich geschildert war und dann aber über das, was anschaulich angesehen worden ist, gesprochen worden ist und vielleicht auch diskutiert worden ist und man das als Anlass genommen hat, einen bestimmten Vorgang im Straßenverkehr zum Thema zu machen. Vielleicht noch andere Eindrücke aus dem Theorieunterricht? Also das ist jetzt sozusagen ein Nebenprogramm, die wir möglicherweise erleben, auch in Fahrschulsituationen, ein unruhiges Auditorium, eine unruhige Teilnehmerschaft. Und dann ist die Frage, wie kann man motivieren zum Mittun, zur Konzentration? Und da wären eben entsprechende, als Beispiel Süßigkeiten, ein Mittel. In der Didaktik gibt es jetzt nicht direkt damit verbunden, aber mit diesem Aspekt verbindbar, den Begriff des Hidden Curriculums, also des verborgenen Lehrplans. Und es ist interessant, dass immer wieder ganz wesentliche Vorgänge auch einer didaktischen Situation durch dieses verborgene Curriculum gehandelt werden. Dazu gehört nämlich die Zielstellung, dass man sich konzentriert, dass man sich auf eine Thematik einlässt, dass man sich anständig benimmt und dass man einem Lockmittel sozusagen folgt. Und das würde hier angesprochen sein. Bitte. Das ist etwas auch Spezifisches für die Fahrschule, dass hier eine ganze Fülle von Prüfungsfragen und Prüfungsaufgaben im Spiel sind. Der Beitrag war jetzt eben, dass an diesen Theoriezeiten auch Prüfungsfragen beantwortet worden sind. Und das ist didaktisch ein sehr interessanter Aspekt, dass man nämlich einen komplexen Vorgang, das Umgehen im Verkehr, in kleine Stücke zerhackt, sozusagen kleine Situationen, die man auf Video zeigen kann oder die man mit einer Prüfungsfrage benennen kann und die Punkt für Punkt abhandelt. Dass man also immer wieder in kleinen Situationen, ich fahre auf eine Kreuzung zu, von links kommt ein und so weiter, dass man diese Situation durchspielt und dann Unsicherheiten natürlich versucht, mehr und mehr auch zum Thema zu machen, wo der Laie, der also keine Regelkenntnis insofern hat, ja möglicherweise sich auch falsch verhält, um dann eben das korrekte Verhalten herauszuarbeiten.
Ja, das war jetzt ein Beispiel nochmal, dass wenn mit Medien gearbeitet wird, dass nicht nur Videos sein brauchen, es kann auch eben können Fahrzeuge, Magnettafeln sein und dass die Anschaulichkeit möglicherweise steigern, während ansonsten vieles abstrakt bleibt, also zum Beispiel nur eine geschriebene Frage, kann dann ein Equipment wie zum Beispiel Fahrzeuge, Magnettafeln etc. hilfreich sein, sich etwas vorzustellen. Es gibt übrigens, ich hatte das mal rausgesucht, im Netz auch eine Reihe von entsprechenden Angeboten. Ich weiß nicht, ob Sie selber das genutzt haben. Hier ist beispielsweise Fahrschul.de, das ist jetzt nur ein beliebig ausgewähltes Angebot. Und hier haben Sie die Möglichkeiten, gerade diese Theoriefragen durchzuarbeiten und dort auch immer wieder Situationen kennenzulernen. Ich rufe mal eine solche Situation auf. Ich hatte es im Vorfeld die Prüfung gemacht haben. In meiner Zeit war das alles noch sehr viel abstrakter, da gab es also nur Text sozusagen und wenn, dann gab es Schemabilder und jetzt gibt es hier ja auf jeden Fall auch schon vereinfachte Darstellungen und dazu Fragen eben, welches Verhalten ist hier richtig? Es kommt in einer vorfahrtsbeschränkten Straße ein Fahrzeug auch von einer vorfahrtsbeschränkten Straße entgegen. Die Fahrlehrerin, die Fahrschülerin oder der Fahrschüler will nach links abbiegen und die Frage ist, muss man dem entgegenkommenden Fahrzeug Vorfahrt geben, um es durchfahren zu lassen, oder darf man selber abbiegen? Das wäre etwas, was vielleicht eine relativ einfache Frage wäre, weil das relativ klar ist. Aber es gibt hier durchaus auch sehr knifflige Fragen, auf die man sich hier vorbereiten muss. Etwas ganz Wesentliches ist hier in diesem Rahmen, dass ja das Lernen der Theorie in diese kleinen Elemente zerstückelt ist und das auch in der Prüfung als solches abgefordert ist. Sie haben ja eine Prüfung, in der Sie häufig durch Ankreuzen der korrekten Antwort beurteilen, was die richtige Vorgehensweise ist oder was die richtige Information ist. Und das wird ja Ihnen, denke ich, bekannt als Multiple-Choice-Verfahren bezeichnet. Und damit hat es auch eine bestimmte Wechselwirkung zu dem Lehren und Lernen vorher. In gewisser Weise ist unabhängig davon, ob Sie jetzt sich im Verkehr richtig verhalten sollen oder ob Sie erfolgreich auch später im Verkehr teilnehmen, zunächst mal wichtig, dass Sie die Prüfung bestehen. Und deswegen ist das Bestehen der Prüfung für viele Fahrschüler und auch für viele Fahrschulen der Hauptaspekt, der Beachtung findet und man versucht, den Vorgang der Vorbereitung auf diese Art der Prüfung auszurichten. Wenn die Prüfung anders wäre, dann würden Sie möglicherweise eine ganz andere Art von Vorbereitung laufen lassen. Und im Bereich der Theorie, der, Fahrschule ist die Prüfung durch das Multiple Choice eben sehr stark aus diesen kleinen, zerhackten Situationen, geprägt und ist deswegen auch häufig in der Fahrschule im Theorieteil in dieser Art gestaltet. Also immer wieder Erlernen dieser einzelnen Situationen und des korrekten Umgangs in diesen Situationen. Jetzt stellt sich hier die Frage, und da wollte ich den Übergang anlegen zu wiederum einem didaktischen Konzept. Sie finden im Skript und auch im Cron und in anderen eine Reihe von didaktischen Modellen. Und diese didaktischen Modelle haben sich geschichtlich entwickelt. Sie finden also über die Jahrzehnte Modelle, also gerade wiederum auch in der deutschen Tradition, die schon 60, 70 Jahre alt sind, die verändert, weiter bearbeitet worden sind. Sie finden Übergänge, dass alte Modelle kritisiert worden sind und neue Modelle in Gang gebracht worden sind. Ein Modell, ein didaktisches Modell, auf das Sie sowohl im Skript als auch in anderen Literatur mit großer Wahrscheinlichkeit treffen und was auch heute in der Bildung eine hohe Bedeutung hat, ist die sogenannte didaktische Analyse. Die ist oft mit dem Namen Wolfgang Clafky verbunden.
Das war so 50er, 60er Jahre in Deutschland. Ich steige da jetzt nicht so tief ein, aber es wäre einfach als, um ein Beispiel zu nennen. Und in den 70er Jahren gab es dazu ein Gegenmodell, ein Gegenkonzept, das bis heute auch große Bedeutung hat. Das wird mit den beiden Bezeichnungen Hamburger und Berliner Modell erörtert. Und in diesem Modell, und da wollte ich die Äußerung aufgreifen, die gerade kamen, also mit den Magnetautos arbeiten, spielen die Medien, die man verwendet, eine wesentliche Rolle. Also eine Frage der Didaktik ist, mit welchen Medien arbeite ich? Und tatsächlich ist das Medium sehr weit verstanden. Das kann also ein Stück Papier sein, das kann ein Fahrzeug sein, das kann ein Magnetauto und eine Tafel sein. Aber die Überlegung, welches Medium eignet sich, um eine bestimmte Situation, um ein Lernen zu unterstützen, um ein Lernen anzuregen. Und es ist in dem Hamburger und Berliner Modell eines der zentralen Elemente. Nun werden Sie, denke ich, unmittelbar annehmen, dass das nicht das Erste ist, über das man nachdenkt. Vielleicht die Frage an Sie, wenn man ein didaktisches Modell zum Beispiel zu dem Fahrenlernen nimmt, was ist das, was vielleicht didaktisch gesehen der wesentliche Teil ist, den man zunächst mal erklärt. Ich würde ein didaktisches Modell dieses Vorgangs Fahren, Lernen, Fahrschule gestalten, und zwar für den gesamten Vorgang. Es geht darum, aus einer Laienposition in eine akzeptierte Position als Fahrende zu schaffen mit bestandener Prüfung. Wie würde ich das didaktische Modell beschreiben? Welche Anteile müssten hier definiert und bestimmt werden? Das waren jetzt die Äußerungen. Es müssten also zunächst mal festgehalten werden, um welche Aspekte geht es, und zwar sowohl von der Theorie wie auch von der Praxis, und die in einer Weise ausgewählt, dass sie für denjenigen, der lernt, zu bewältigen sind und aber auch in Richtung Ziel führen. Diese Äußerung führt unmittelbar zur didaktischen Analyse von Klafki, der tatsächlich diese Verwendung der zum Beispiel der Nachvollziehbarkeit für die Lernenden als einen wesentlichen Aspekt der Auswahl des Inhaltes bestimmt. Insgesamt hat sich die didaktische Analyse und Klafki sehr stark mit der Frage des Inhaltes beschäftigt. Was sind relevante Inhalte? Wie sind sie zusammengesetzt aus abstrakten oder gegenständlichen Elementen? Wie sind sie verdaubar oder auch für die Zielstellung geeignet auszuwählen? Und ich nehme hier tatsächlich den Aspekt des Inhaltes als einen der in diesem Modell wesentlichen Kernaspekte auf. Jetzt. Also das wäre einerseits die Erfahrung, die man vorher schon mitbringt, also dass man überhaupt Autos kennt, dass man überhaupt schon im Verkehr war, dass man das einschätzen kann und dass man auch nach dem abgeschlossenen Lernprozess wiederum Erfahrung weiter aufbaut und weiter bearbeitet, das, was man gelernt hat. Das springt jetzt in dem Modell etwas in einen Bereich, den ich eigentlich gerne angeschlossen hatte. Das sind nämlich einmal die Voraussetzungen. Und es sind die Folgen, die zu dem Modell dazugehören und die Sie jetzt beide angesprochen haben, obwohl wir vielleicht in dem mittleren Bereich noch nicht zu Ende sind. Jetzt war hier noch eine Meldung. Also es war jetzt eingangs erstmal die Thematik, dass die lehrende Person
kompetent sein muss, den Inhalt zu vermitteln und auch mit dem Inhalt selber kompetent umgehen muss, um den es geht. Also das ist eigentlich dieses Verhältnis von Lehrer und Schüler, Meister und Lehrling etc., also dieses Erzieher-Zögling-Verhältnis im pädagogischen Bereich, was hier zu identifizieren, zu definieren ist. Und dann ist eine Zuständigkeit möglicherweise bei der lehrenden Person für die Organisation, das haben Sie als einen Punkt genannt, des gesamten Ablaufes und damit auch ein Aspekt, der in dem Modell als solchen benannt ist. Und einen zweiten, die Interaktion. Und in diesem Fall, und das ist ja eine spezifische pädagogische Situation, wo tatsächlich nur zwei Personen im Auto zusammensitzen im Normalfall, das ist also eine Konstellation, wo wirklich diese Beziehung zwischen zwei, nämlich der Lehrenden, der lernenden Person stattfindet und die Interaktion sich darauf bezieht. Interaktion ansonsten in den Modellen kann durchaus auf die Interaktion unter den Lernenden zum Beispiel sich beziehen. Also es ist die Frage, dass man eine solche didaktische, so einen didaktischen Ablauf interaktionsbezogen durchaus mit allen Beteiligten angeht. Also wir hatten gerade die, es war jetzt die Frage, dass man nochmal thematisiert, wie der Ablauf ist, wann sozusagen mehr durch den Instruktor, die Instruktorin etwas vorgetragen wird oder wann vielleicht etwas eingeübt wird, also diese verschiedenen Elemente. Und das ist mit dem Begriff der Methoden in dem Modell erfasst. Und jetzt haben wir, und die, die die Modelle kennen, sind da wahrscheinlich schon ein Stückchen weiter als ich. Jetzt haben wir 5 von 6 Begriffen, die in dem Modell vorhanden sind. Und der 6. Begriff ist der Begriff des Zieles, das eigentlich zunächst mal zu identifizieren ist, was ist das Ziel dieses Vorgangs. Und dann hätten wir 6 Begriffe und ich weiß nicht, ob ich es jetzt, eigentlich sind die natürlich grafisch besser angeordnet, als ich das jetzt hier gemacht habe. Also jedes Element ist in dem Arrangement mit jedem Element verbunden. Und Sie können diese Aspekte auf die erste Fahrstunde beziehen und damit sagen, okay, das ist jetzt genau diese Stunde, die mit dem vielleicht begrenzten Vorwissen, diesem Beklommenheitsgefühl durchlaufen wird. Die 5. ist dann schon anders oder die 20. ist dann schon, dass man da ganz routiniert möglicherweise in die Situation hineingeht. Aber es ist zu überlegen, was ist das Ziel der ersten Fahrstunde? Das Ziel der ersten Fahrstunde ist vielleicht für die Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer nur, dass sie die Fahrschülerinnen und Fahrschüler kennenlernt, einschätzen kann. Und vielleicht sogar ein Ziel, was sich auf die lehrende Person selber stärker bezieht, als darauf, was bei der Fahrschülerin, bei Fahrschüler an Lernen schon stattfindet. Weil da darf man vielleicht gar nicht so viel erwarten für die erste Stunde. Wahrscheinlich wird die Fahrlehrerin, die Fahrlehrer sagen, in der 2. Stunde machen wir genau das Gleiche nochmal. Weil ich gehe gar nicht davon aus, dass das erste schon so viel bewirkt, weil ich konnte noch nicht so genau informieren, weil ich ja erstmal kennenlernen musste, wie ist die Person, mit der ich zusammen lerne, überhaupt in ihrer Ausgangssituation geprägt. Und damit wäre das Ziel, was man definiert, was man im Vorfeld definiert, erstmal eines, was explizit auf die erste Fahrstunde bezogen ist. Dann gibt es sozusagen das umfangreichere Ziel, das ist der Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis. Das ist sozusagen, wenn wir mal das Ziel etwas weitermachen, ist das Ziel Erlangen des Führerscheins. Und das ist, kann ja ein halbes Jahr dauern. Man hat vielleicht 20 oder 30 Fahrstunden. Man hat eine Reihe von Theorieabenden, ich weiß nicht, irgendwie zwischen 10 und 15, nehme ich mal an. Und man muss die theoretische Prüfung bestehen, man muss die praktische Prüfung bestehen. Das ist sozusagen das weitere Curriculum, das ist das weitere Ziel. Und wir hatten das Ziel jetzt gerade, deswegen komme ich auch nochmal auf dieses Modell, über die Multiple-Choice-Konstruktion. Und wenn das Ziel tatsächlich die Prüfung ist, dann ist es optimal zu trainieren und zu lernen, wie ich mit solchen Multiple-Choice-Fragestellungen umgehen kann. Und die Person, die
mit null Fehlern oder mit möglichst wenig Fehlern diese Art von Fragestellungen bewältigt, ist eigentlich nach dem Ziel dann erfolgreich gefördert worden, hat erfolgreich gelernt. Ist allerdings die Frage, ist das das Ziel von Fahrschule, dass man Multiple-Choice-Prüfung bestehen kann? Also das sind jetzt in der Argumentation nochmal die Gegenüberstellung. Einmal vielleicht in der Geschichte der Fahrschultheorievermittlung gab es vor 30, 40 Jahren noch umfangreichere Werke, die man gelesen hat und man kannte noch nicht diese ganzen Prüfungen, hat sozusagen ja sich weitgehender vorbereitet und vielleicht die älteren Menschen sagen, ja, ihr habt es ja heute leicht, sozusagen, ihr braucht ja nur noch diese Multiple-Choice-Sachen auswendig lernen. Aber die Frage stellt sich trotzdem, ist das eigentlich das Ziel der Vorbereitung auf das Fahren? Und da ist auch eine gewisse Skepsis, weil eigentlich geht es ja darum, im Verkehr sich entsprechend adäquat zu verhalten und eben diese 4.000 Toten jedes Jahr irgendwo zu vermeiden. Ja, das wäre jetzt die Frage, ist in diesem Modell die Rolle, die Position der lehrenden Person eigentlich vorgesehen? Wo ist sie? Und wenn Sie mit solchen auch theoretischen Modellen sich beschäftigen, sollten Sie Fragen an die Modelle stellen und sollten fragen, finde ich eigentlich diese Frage dort abgebildet? Finde ich sie dort adäquat beantwortet? Und wenn Sie Zweifel haben, dann überlegen Sie, vergleichen Sie mit anderen Modellen, ob andere Modelle für besser geeignet sind oder gucken tiefer rein. Haben sich nicht andere damit auch schon beschäftigt? Wo ist denn eigentlich die Position, die Rolle der Akteure hier? Ich denke, ich kann das heute jetzt nicht hier beantworten. Wir kommen, glaube ich, auf die Thematik zurück. Etwas, was ich hier noch ergänzen wollte zu dem Punkt Ziel, auch angesichts der Äußerungen jetzt. Es gibt hier den Begriff der Taxonomie dazu. Und Sie hatten, glaube ich, den Begriff Verstehen genannt. Der Begriff Verstehen wäre ein Begriff, der in diesen Zielstellungen auch verwendet wird. Und für das Fahrenlernen ist eben die Frage, ist es vor allen Dingen wichtig, Verkehr zu verstehen? Das kann ein Aspekt sein, aber es ist wahrscheinlich nicht der ausschließliche, weil es geht ja sehr stark auch um konkretes Tun. Also nur den Verkehr verstehen, da wäre ich jetzt nicht glücklich mit der Fahrschule, die ich durchlaufen habe. Aber zum Beispiel verstehen wäre mehr als Wissen. Es geht auch nicht nur darum, Wissen aufzubauen, sondern ich muss aus dem Wissen, den zum Beispiel Wissen über die Fragestellungen, die in dem Multiple Choice enthalten sind, auch ein Verstehen entwickeln, was diese verschiedenen Einzelinformationen miteinander verknüpft und zum Beispiel mit konkreten Situationen, die ich erlebe, in denen ich handeln muss, in Verbindung bringt. Insofern ist die Taxonomie, das wäre ein nicht in dem Modell vorhandener, aber anderer Begriff, auf den wir in der Vorlesung auch noch kommen, wichtig, um die Zielbestimmung vorzunehmen. Also ich frage mich für das didaktische Arrangement, was ist mein Ziel? Geht es um Wissen? Geht es um Verstehen? Geht es um Anwenden? Geht es um Analysieren? Geht es um Reflektieren über Erfahrungen etc.? Und das wäre ein Teilelement, was hier unter dem Begriff Ziel vorzusehen ist. Ich möchte das Modell noch ergänzen, um vier Aspekte, die zu dem Gesamten dazugehören, und zwar im Bereich der Voraussetzungen, im Bereich der Folgen. Hier unterscheidet das Modell zwischen den persönlichen Voraussetzungen und den allgemein gesellschaftlichen Voraussetzungen. Wobei hier könnte man differenzieren, also ob das jetzt tatsächlich diese Begriffe sind. Es geht aber darum, dass die einzelne Fahrschülerin, der einzelne Fahrschüler eine bestimmte individuelle Voraussetzung mitbringt, wie wir es hier hatten. Also man hat schon auf dem Übungsplatz gelernt oder man hatte schon immer Probleme im Verkehr und ist deswegen sowieso ängstlich oder man hat schon mal den Führerschein wieder verloren, weil man irgendwie Fehler gemacht hat und muss wieder noch mal den Führerschein machen. Diese Voraussetzungen sind sehr unterschiedlich und das ist wichtig, in der pädagogischen Situation über Didaktik diese individuelle Unterschiedlichkeit aufnehmen zu können. Und da ist die Konstellation, ich sitze als Fahrlehrer oder Fahrlehrerin mit der Fahrschülerin, dem Fahrschüler zusammen, ist eine andere, als wenn ich an dem Abend diese Gruppe habe, wo die Leute
ja, sehr unterschiedliche Hintergründe mitbringen. Ich muss also dort auch arbeiten für die didaktische Gestaltung mit dieser Heterogenität der Gruppe. Und es gibt die gesellschaftlichen Voraussetzungen. Das ist, meine ich, beim Fahrenlernen unmittelbar eingängig. Es geht eben um eigentlich die Vorbereitung von Individuen auf diese Verkehrssysteme, dass man sich regelkonform und adäquat in diesen Verkehrssystemen beschäftigt und dass das keine triviale Herausforderung ist. Dafür ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Hinweis diese Anzahl von Unfällen und von Toten, die im Verkehr entstehen. Das ist also eine unabweisbare Notwendigkeit ist, die Menschen darauf vorzubereiten und das optimal zu tun, sodass das Gesamtsystemverkehr funktionieren kann, dass sozusagen dieser größere Rahmen Gesellschaft funktionieren kann. Und insofern ist auch bei den Folgen diese Betrachtung sowohl der individuellen Folgen, also was kann ich anschließend damit machen? Ich darf das Auto führen, ich kann mich im Verkehr behaupten. Wichtig ist aber auch die Folgen, dass das Gesamtsystemverkehr funktioniert. Also diese beiden Aspekte gehören zu dem didaktischen Modell dazu. Und der innere Teil, der einem zunächst mal so naheliegend kommt, um die Situation selber zu gestalten, begründet sich eigentlich nur aus den intendierten Folgen. Man sagt, Lernen ist eigentlich nur zum Ermöglichen von Lernen da. Und Lernen ist eigentlich die Ermächtigung der Person, mit unterschiedlichen Lebenssituationen umzugehen. Und damit ist also die Beachtung dessen, was ist eigentlich als Folge angestrebt von dem Lehren und Lernen, das gestaltet wird, ein ganz wesentlicher Aspekt und bestimmt über die Auswahl der Ziele, die Ableitung der Inhalte aus der Auswahl der Ziele, die Wahl der geeigneten Methoden etc. Und wenn das Ziel nur wäre, die Prüfung zu bestehen, dann ist tatsächlich die Folge, nämlich im Verkehr sich adäquat zu verhalten, adäquat zu handeln, eigentlich nicht berücksichtigt im Bereich der Gestaltung des Lehren und Lernens während der Fahrschule. Und das wäre ein Aspekt, der hier dann ja sozusagen einen Mangel auch der didaktischen Gestaltung bedeuten würde. Ja, ich wollte sozusagen an dem Beispiel Fahrenlernen so einen Zugang zu Modellen Ihnen anbieten, den Sie auch im Skript finden, auch in dem Kron, in anderen Darstellungen zur Didaktik. Und ich denke, dass Sie auf den gegebenenfalls, wenn Sie das wählen, auch zurückgreifen können, wenn Sie selber einen Unterrichtsentwurf überlegen. Schritt, den ich noch mit Ihnen machen wollte, bevor die Zeit zu Ende ist, ist die Frage, wo sind denn jetzt eigentlich wissenschaftliche Aspekte zu dem Ganzen? Das ist ja, vielleicht kommt es Ihnen theoretisch vor, aber eigentlich ist es sehr praktisch. Und die Frage ist ja, was macht jetzt die Wissenschaft in diesem Bereich? Und ich hatte letzte Woche Kontakt zu einer Kollegin hier am KIT, die sich auch mit entsprechenden Trainingssystem beschäftigt. Und ich möchte eigentlich das Ihnen als Hinweis vielleicht auch selber sich nochmal umzugucken nehmen. Es war bislang, also in meiner Zeit sowieso, aber auch in Ihrer Zeit wahrscheinlich normal, dass man in dem realen Fahrzeug gesessen hat und die reale Person der Fahrlehrerin, des Fahrlehrers bei sich hatte. Vielleicht haben Sie schon Erfahrungen gemacht, auch dass Sie irgendwie am Computer mit irgendwelchen Simulationen schon mal gearbeitet haben. Auf jeden Fall ist das ja etwas, was heute eigentlich eine eingeführte Technologie ist. Es ist geradezu ein verbreitetes Spiel, eine verbreitete Spielanwendung. Es ist aber auch ein Gegenstand der technischen Entwicklung, die gesamte Tätigkeit, das gesamte Fahrsystem computerbasiert abzubilden und damit auch kontrollierte Situationen zu schaffen, indem man sämtliche Aktionen von Individuen erfassen kann, die für sie geeigneten Unterstützung konstruieren, also Assistenzsysteme zum Beispiel im Fahrzeug oder Assistenztechnologien im Verkehr, Optimierungen im Verkehr, die in eine ganze Reihe von Situationen, in die man als Mensch reinkommt oder die im Verkehr entstehen, vorausahnen. Und ein Vorhaben, was hier am Lifecycle Engineering Solution Center
und am Institut für Informationsmanagement im Ingenieurwesen läuft, ist ein Fahrsimulator zur Ausbildung. Und vielleicht meine Anregung, mein Hinweis ist, gucken Sie ruhig mal bei den Kollegen, was die machen. Die Kollegin Polina Häfner hat mir jetzt diese Informationen geschickt. Ich habe nur noch sozusagen 1-2 Minuten, um da hinein zu gehen und Ihnen sozusagen einen Hinweis zu geben, dass Lehren und Lernen und Gestaltung von Lehren und Lernen eben auch ein Gegenstand wissenschaftlicher Entwicklung ist und das nicht nur in der Pädagogik, sondern auch wir am KIT im Bereich der Ingenieurwissenschaften und technologischer Ansätze. Es geht hier darum, zunächst mal eine technologische Umgebung zu schaffen, Software- und Hardware-seitig, in der ein leichter Zugang für Fahrlehrer und Fahrschüler erfolgt, also etwas, was man aus dem Stand heraus, aus der Gewohnheit heraus nutzen kann. Es soll mit einem realen Fahrzeug stattfinden, also man soll es wie echt Umgebung erleben. Es gibt immersive und realitätsnahe Fahrsimulationen, also immersiv heißt eigentlich, aus dem Ablauf heraus werden sie generiert und sind damit in höchster Weise nahe dem, was man tatsächlich, wenn man im Verkehr unterwegs ist, auch erleben kann. Es gibt dann ein intuitives Werkzeug zur Erstellung weiterer Übungen, zum Beispiel auf den einzelnen Lerner bezogen und individuell ausgewählt und ein intelligentes Tutoring-System. Das reale Fahrzeug existiert, das ist sozusagen ein Ansatz dieser wissenschaftlichen Untersuchung. Es gibt dazu aber eine Umgebung, die über den Rechner bereitgestellt wird und die Probanden sitzen in diesem Fahrzeug und haben um sich herum eine Umgebung, die auch mit allen Tücken, Problemen, Herausforderungen auf sie zukommen kann, die sie wie die Wirklichkeit erleben. Und die Arten und Weise, die Situation dann zu bewältigen und mit ihnen umzugehen, können erfasst werden und können genutzt werden, um dem Lerner ganz gezielte, geeignete Hinweise zu geben. Also ein intensives Echterleben zu ermöglichen und dann sehr gezielte didaktische Impulse zu geben, um das Lernen zu intensivieren, um auch zielgerechtes Lernen zu schaffen. Ja, das ist jetzt die Frage, ob die Abläufe selber zufallsgeneriert sind oder ob es ein bestimmter Ablauf ist. Das System als solches ist erstmal ein Rahmen, in dem eine Fülle von Möglichkeiten wären. Das könnten zum Beispiel Zufallssituationen sein. Interessanter wäre ja allerdings etwas, was dann didaktisch gestaltet ist, wo man je nachdem, wie die Person in dem Simulator handelt, die für diese Person geeignete nächste Herausforderung, also auch die zu bewältigende Herausforderung entscheidet und in der Summe ein Spektrum von allen Situationen, die bedeutsam sind, auf die sich der Mensch vorbereiten soll oder umgekehrt auch Situationen, die man nochmal wieder verarbeiten muss, nachdem man sie zum Beispiel erlebt hat als Problemsituation, um dann das nächste Mal, wenn man in einer ähnlichen Situation ist, besser geeigneter mit ihr umzugehen, das wäre Gegenstand. Und dann kann man eben konzipieren und müsste nicht per Zufall hier arrangieren. Ja, also ich habe jetzt nicht so die Gelegenheit, so tief einzusteigen, aber es wird hier eben mit Echtzeitdaten gearbeitet und es wird auch in Umgebungen gearbeitet, die dann sozusagen mit der wirklichen Realität und damit ihrer Zufälligkeit ja oder Unvorhersehbarkeit in hohem Maße übereinstimmen. Das wäre gerade eine Herausforderung auch dieser wissenschaftlichen Frage. Lassen sich solche Umgebungen gestalten und lassen sie sich verwenden, um Lehren und Lernen zu bessern und zu intensivieren? Ich gehe nochmal hier auf den letzten Punkt, den mir die Kollegin geliefert hat, nämlich inwieweit die didaktische Frage da ein wesentlicher Aspekt ist. In der Zielstellung geht es ja tatsächlich darum, ein Tutoring-System, also ein Lehr-Lern-System zu gestalten, in dem eine ganze Reihe von Aufgaben gestaltet werden sind, die den Lernfortschritt des Fahrschülers verfolgen und Aufgaben automatisch anpassen und generieren, die eben mit dieser individuellen Umgehensweise abgestimmt sind. Also es gibt Vorläufer oder es gibt auf jeden Fall Varianten, auch entsprechende Anwendungen. Ich wollte hier nur auf ein Beispiel hinweisen, an dem gerade aktuell geforscht wird. Es wird natürlich auch geforscht im Zusammenhang der Vorbereitung des autonomen Fahrens. Das sind auch Übergänge, die gerade erfolgen. Und es wird hier entwickelt, um auch
ja, international unterschiedliche Situationen auf diese Weise anzugehen. Die Kollegen hier haben mich informiert, dass sie sehr stark mit China arbeiten und in China offenbar auch andere Bedingungen sind, was die Fahrvorbereitung angeht. Ja, ich habe jetzt sozusagen einerseits in das Thema mit Ihnen einen Schritt hineingemacht, fahren lernen als Beispiel für ein didaktisches Arrangement. Ich habe hingewiesen auf didaktische Modelle, die in diesem Zusammenhang entstehen. Ich habe versucht, den didaktischen Blick immer wieder zu thematisieren, in der Anregung an Sie, dass Sie das auch als Übung versuchen, sich immer wieder zu fragen, was ist jetzt der Aspekt, der aus der Pädagogik, aus der Didaktik für eine Situation bedeutsam ist. Ja, und ich habe versucht, hier zum Ende Ihnen auch noch einen Kontakt zu Forschung am KIT in dem Zusammenhang aufzuzeigen. Diese Verknüpfung, denke ich, dass die auch bei den anderen Beispielen möglich ist, und ich werde versuchen, das einzubringen. Also nächstes Mal die Thematik Spielen, spielerische Anwendungen, um Lehren und Lernen zu gestalten. Da wird auch der Begriff der sogenannten Serious Games mit eine Rolle spielen. Ist Ihnen vielleicht bekannt, bekannter als mir, der Versuch, ernsthafte, wesentliche Inhalte über spielerische Gestaltung zu erlernen oder zu vermitteln.